Was muss ich eigentlich machen bei meinem Job? Gibt es irgendeinen Plan oder? Du bist eher so ein schweigsamer Mann, ja? Wir fahren aber nicht zu meiner Hinrichtung, weil ich nicht bezahlt habe Miete, oder? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Naja, vielleicht muss warten, bis Eis schmilzt, bis du mit mir sprichst. Ja, das glaube ich dir, dass das dein Lieblingsort ist. Geld verdienen, indem sie viel Holz verkaufen. Ja, mit Holz läuft nicht so gut. Hat schon 3 Tage überwintert, dieser Holz. Dieser Schwager, Onkel, die ganze Zeit sitzt zu Hause, trinkt Pivo und will nichts arbeiten gehen. Ich fahre normal, ist ein bisschen Offroad probieren, ne? Ist ein neues Auto, Fahrwerk eingestellt auch, ist super. Gefällt mir gut, aber warum muss Arsch der Welt fahren? Ich dachte, dieses Land ist klein. So eine schöne europäische Golf kaufen, ja? Frisst Öl. Vorher sind losgefahren, wir sind kein 2 Kilometer unterwegs, hat schon halben Tank gefressen. Das war keine gute Idee mit dieser Auto, denke ich. Dann parken. Ja, ich parke schon. So. Ja, sag mir, was ich mache. Zeigst du mir meinen Arbeitsplatz? Kann immer noch Nein sagen, oder wenn mit. Natschalnik? Natschalnik? Du bist eher so ein in kalte Wasser schmeißen Typ, ja? Gut. Die Tür finde ich auch selber. War mir klar, dass ihr Halsabschneider ohne Arbeitsvertrag. Bin ein bisschen breit geworden im Jobcenter, ne? Bürgergeldzeit. Arsch ist ein bisschen dick geworden, braucht 2 Türe. Dann wollen wir mal. Beginne Arbeit. Okay. Wie geht das in diesen Sprachkurs bei Jobcenter? So, dann setzen wir mal den Hut auf. Computer anschalten. Werde ich schon schaffen, oder? Was denkst du? Ja, das ist natürlich ein Supercomputer. Aber wir holen schon mal den nächsten. Hallo, der nächste bitte. Oh, Glückstag. Ich habe schon lange keine Frau gesehen in Bürgergeld. Ein Moment, ich bin wichtiger Mann, ich muss erst den Computer checken, dann kannst du mich vollreden, ja? Dankeschön. Ey, bleiben Sie bitte ruhig, ja? Ich bin ausgebildet. Ja. So. Ich muss erst E-Mails checken, ja? Bisschen Abstand halten. Danke. So, was muss ich achten? Kündigung? Ja, Jobcenter, oder? Kohle hat geklaut aus Herd. Perdolle, zum Glück, ich habe ganze Möbelinventar verkauft. Wer die Grenze von Stavkonka überqueren möchte, benötigt Einreisegenehmigung wegen Betrug in Pässe. Gut, so sieht dieses Exemplar aus. Und Diplomat benötigt für Einreise Diplomatzulassung und Pass. Sie unterliegen keine allgemeine Regel. Ja, natürlich, Diplomatie, Politik kann machen, was will hier, ja? So, jetzt gucken wir mal, was du geredet hast. Hier, bitte überprüfen Sie sie richtig. Ich möchte kein Problem. Urlaub. Ja. Das hätte auch ich sein gewesen. Sie sind sehr sympathisch, junge Frau. So, dann schauen wir mal gerne, was Sie hier haben. So, dann eine Reisepass. Und ich glaube, das ist auch die Genehmigung, ja? Unkowskaja Maximowna. Female Frau.
Passportnummer 754753334 passt auch. Holiday. Was ist Holiday? Ah, Urlaub. Ja, Englisch nicht so gut bei mir, aber 12.05.92. So, Frau Maximonowna, ich begrüße Sie. Noch nicht. Haben Nipple Piercing? Irgendwas geschmuggelt? Haben Glück gehabt. Dann bekommen Sie von mir eine Zustimmung und ich begrüße Sie in die Republik und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Oh, Maschallah, diese. Oh, muss weiter. Bitte eintreten. Hier muss ein bisschen hart machen, ja. Hallo. War das glatt Hitler groß? Bist du Nazi? Nicht? Vielleicht gucken wir besser, ob du Nazi bist. Oh oh. Sicher kein Nazi? Oh. Hast du mich erschreckt? Warum schleppst du einen verfuckten Löffel mit dir rum? Hab schon gedacht, ich muss Alarm. Aha. Du bist also ein Mädchen, ja? Bist du ein Hischi oder der? Weißt du was? Auf solche Faxen kommt ein Abschiebunghaft. Hiermit weise ich sie aus meinem Land. Und nimmst du deinen Finger selber. Guten Tag, bitte nächste eintreten. Will mich hier verarschen, ne? Herr Mann. Herr Mann. Warum ihr begrüßt mich immer mit diesen Hitler-Zeichen? Seid ihr Nazi? Löffel und Gabel. Macht ihr hier vielleicht Einstellungstest oder was ist das Problem, hä? Warum wollt ihr mich hier? Löffel und Gabel. Meint ihr, in meinem Land gibt es kein Löffel und Gabel? Hast du was gegen mein Land? Ich bin ruhig. Das ist Stresstest, wenn sie bei uns reingehen. Die Leute sind nicht so freundlich. Dann wollen wir mal, was sie hier für mich haben. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das deine Visage ist. Weißt du, ich bringe mich hier ziemlich in Schwierigkeiten. Du bist hier zu Besuch, ja? Transfer. Transfer heißt aber, du willst hier einreisen. Und da du kein Einreisender bist, sondern einen Besuch machst, und dann steht da auch nichts Vacation in deiner Station. Deswegen, meine Freund, mit deiner Visage bin ich mir auch unsicher und ich kann mir eine Kündigung jetzt nicht leisten. Daher gehst du da, wo Pfeffer wächst. Ja, per Dolle. Bitte nächste eintreten. Wie geht es dir? Oh, in Kosovo, ja? Ja, natürlich, Freund. So, Dudnik. Hab dich so lange nicht gesehen. Wie geht's, Kinder? So. Bitte lass rein, ich hab Einreiseerlaubnis gestohlen. Hier wird viel gestohlen, du sollst vorsichtig sein. Ich bin nur einfacher Bauer. Wenn du mir vorbeigibst, ich werde dich bezahlen, Mann. Na, wir sind ja alte Freunde, da kann man schon mal riskieren, ja? Hast du ein Glück, ja? Du Drovik, Alter, Dudnik. Hast du ein Glück, dass ich hier bin? Aber vorher muss ich trotzdem checken. Bauer, nix Bauer. Kann ja sein, du willst verarschen. Nein, ich hab nix festgestellt. Dudnik, du weißt, wir sind Freunde. Ne? Aber, kennst du diesen roten Knopf? Damit kann ich express dich in Land. Da wird Taxi für dich geholt. Hast du Lust, Dudnovik? Ich will ja nicht, dass unsere Freundschaft leidet.
Dann schicke ich dir Taxi. Taxi, ja, hey, Alter! Du, ich dachte, wir sind Freunde. Ja, Dudnik, weißt du, du kannst nichts mit besser gehen in mein Land Kosovo, weißt du? Ich habe dort meine Frau, mein Schwieger, fick dich! Ja, nächstes Mal hält sich an die Regeln, ja? Versteckst du besser zwischen Pobakski? Haben sie ihn erschossen? Naja, so gute Freunde waren wir auch nicht. Wegen Messer erschießen? Ja, ich hätte so nicht gemacht, aber... Ja, da wo du jetzt bist, ist dir bestimmt besser jetzt. Müssen professionell bleiben.